Ihr möchtet gerne mal eine Runde Taxi fahren und Passanten von A nach B befördern? Dann könnt ihr das jetzt machen mit Taxi Life We Are auf eurer MetaQuest. Ihr findet dieses Spiel im App Lab für 7,99 €. Ich habe mich natürlich mal für euch hinters Steuer begeben, habe mir das Ganze mal ein bisschen angeschaut, ja, und versucht, den einen oder anderen Fahrgast zufriedenzustellen. Ob und wie mir das gelungen ist, all das jetzt in diesem Video. Ich werde zum Taxifahrer heute hier für euch mit Taxi Life We Are aus dem App Lab 8 Euro. Und ja, das Drehen hier, das ist schon mal sehr, sehr langsam rechts rum. Links rum geht es viel schneller, ne? Es ist auch nicht ganz fluffig, muss ich sagen. Also es zuckelt so ein bisschen nach. Und ich stehe hier in so einem Raum, werde hier von Musik voll gedröhnt. Und hier steht direkt, please note, set before starting the game, you need to perform a boundary. Ja, das habe ich. Und wir gucken heute mal in die Optionen. Oh, das ist aber nicht viel, ne? Wir haben Ton. Zack, Musik aus. Was ist das? Das ist wahrscheinlich Soundeffekt oder was, ne? Okay, mehr kann ich nicht machen. Ja. Das müssen wir wegdrücken. Taxi Life We Are. Und das war schon, ne? Rumlaufen kann ich übrigens auch. Aber, ja, mehr ist nicht. Okay, dann spielen wir. Okay, ich sitze im Taxi. Okay, es flimmert. Also die Kanten flimmern. Aber trotzdem... Hat es was? Leute. Also, ne, also Kanten alle nicht so toll. Hey, komm mal, Kaffee trinken, du. Hat die an Hose oder an Rock oder ist das beides? Sah jetzt so aus, ne? Also es flimmert total. Ist nicht schön, aber irgendwie finde ich es trotzdem cool. Ich weiß nicht, also, okay. So, da sind jetzt so... Punkt, guck mal, die laufen, ne? Wieso bewegen die sich? Taxi? Ah, guck mal, die braucht ein Taxi. So, was können wir überhaupt machen? Wallet? Ich habe 1000 Dollar. Okay, ich bin noch gar nicht gefahren, habe 1000 Dollar. Window, up, down. Oh, guck mal, die kann man dann einladen. Ah, hier, guck mal da, up, down. Das, nur das eine oder meins auch? Hä? Also ich kann es auch abfahren, wenn es schon ab ist, ne? Hallo? Also hier sind schicke Mädels unterwegs, das muss ich wirklich sagen. Ich will gar nicht losfahren. So, Repair? Null. Ist alles in Ordnung. Gut. So, Fan? 23 Grad. Komm, wir machen mal hier ein bisschen warm, ne? So, ein bisschen kälter machen. Was haben wir noch? Aha. Tank? Wo sieht man das hier? Ah, da sieht man den Tank. Der ist voll. Ach, guck mal hier, ich kann hier so schon lenken. Okay, was muss ich machen? A, N, R. A, R ist rückwärts, N ist neutral, ne? Okay, Trigger ist Gas geben. Okay, dann machen wir erstmal hier. Zack. So. Oh, das fährt. Das sollte es ja auch, ne? So, linker Trigger ist Bremsen, rechter ist Gas geben. Okay. So, ich muss hier links rüber, ne? So, ein Radio gibt es hier nicht. Sonst weiß ich nicht, was ich machen kann. Also, die Grafik ist gruselig, ne? Aber irgendwie, ich find's trotzdem cool. So, da war so ein Taxizeichen hier, ne? Was ist denn hier? Hallo? Der ist hinter mir. Hallo? Ich drehe um hier, komm. Oh, Leute, das ist aber nicht smooth am Laufen. Da ist ein Taxizeichen. Jetzt bin ich ja falsch rum, ist egal. Komm, ich lade dich auch so rum ein hier. Ist das egal? So, Tag. Ja, komm, steig ein. Wieso läufst du denn weg jetzt hier, ey? Okay. Boah, Leute, wir sind ein bisschen kudelig, ey, weil das nicht ganz so flüssig läuft. Es poppen auch Sachen im Hintergrund auf, seht ihr? Okay, so. Muss ich gucken. Da ist eine nette Dame. Ja, ich komm. Oh, nette Dame nehme ich gerne mit hier. Komm mal her. So, ich muss einmal drehen, nette Dame. Komm, was hab ich? Fahr dich um. So. Jetzt mach ich mal hier Window. Ja, lauf doch nicht weg, ey. Hallo. Ach, die ist doch hier schon wieder. Ich kriege hier keinen eingeladen hier. Guck mal, wir haben sogar einen Rückspiegel hier, ne? So, wo ist der nächste? Ja, da ist ein Kerl. Ich will doch gar keinen Kerl. Ich will noch eine nette Dame mitnehmen hier. Guck mal, die machen Unfälle hier. Geh doch mal weg. Ich bin ein Taxifahrer hier, ey. Mann.
Mann. Da hinten ist wieder eine nette Dame, komm. Nette Dame, komm. Easy, ich komme, easy. Ist das easy? Ne, den Kerl nehme ich nicht mit, ich will die Dame mitnehmen, hier, komm. Wenn schon, denn schon, ne? So, jetzt hier, komm. Ja, ich bin noch da. Hallo. Ey, die wollen alle nicht mit mir mitfahren. Was mache ich denn hier falsch, ey? Ich bin wieder falsch rum. Dann komme ich falsch einfach mal woanders hin, wo hier Taxileute sind. Ah! Fahrgäste. Okay. Hallo, brauchst du ein Taxi? Komm her. Steig ein. Okay, dann nicht. So, hier sind nirgendwo Fahrgäste. Ich sehe keine. Oh, die Grafik ist leider gruselig, Leute. Aber es ist irgendwie cool, ne? Es hat so ein bisschen echt Stadtcharme hier, ne? Dass man hier mit dem Taxi rumeiert. Die ist auch relativ groß, ne? Wo man hier überall so rumfahren kann. Es baut sich nur... Guck mal hier, sich das alles aufgebaut hat. Guck mal, was sich da alles aufbaut im Hintergrund. Also die Quest ist hier wirklich wahrscheinlich am Limit für so eine etwas größere Stadt. 8 Euro, Leute, ne? Also es ist ja, wie gesagt, ein Indie-Projekt, ne? Kann man die auch umfahren? Ne, schade. Das heißt schade, aber ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Okay, das ist... Also was sich da im Hintergrund immer so auf- und abbaut, also das stört schon Büsche. So, jetzt fahren wir nochmal hinten hin. Da war die nette Dame. Ich nehme mal einen Kerl mit, ist auch egal, komm. Ich bin ja für Gleichberechtigung, ne? Also nehme ich auch Kerle mit. So. Ich weiß noch nicht, wie es geht. Jetzt ist keiner mehr da zum Mitnehmen hier. Was soll denn das? Guck mal, das ist ein Parkhaus. Kann man hier auch hochfahren? Kann man. Sehr cool. Jetzt muss ich rückwärts. Was mache ich hier? Ich soll Leute mitnehmen mit meinem Taxi und nicht durch die Gegend fahren, ich weiß. Na gut, soweit funktioniert alles, ne? Außer, dass alles ein bisschen ruckelig ist. Hallo, Auto. So, da ist irgendwo ist hier was. Hier, da? Okay. Komm. Ja, komm her. Jetzt lauf mir aber hier bitte nicht wieder weg. Hello, I am. The place I want to go is please drive safely and abide by traffic rules. Oh, guck mal, der ist jetzt hinter mir. Hello, I'm James. Was? Wo will denn der hin? Achso, das wird mir jetzt hier angezeigt. Ich soll safely fahren. Ich fahr safely. Okay. Oh, ich fahr dich richtig hier. Okay, deswegen muss ich das Fenster hier zumachen. So, komm, wir machen hier mal über den Bürgersteig. Bin ja nett. Dann brauchst du nicht so viel bezahlen. Sind wir schneller da, ne? So, jetzt muss ich hinten in den grünen Bereich fahren. Ey! Bist du Jeck oder was? Ich hatte Vorfahrt, ey. Meine Fresse. So, und jetzt müssen wir da hinfahren. Success! Guck mal, $303 kriege ich für die Aktion. Wieso nur 2 Sterne? Ich bin super gefahren. Difficulty, das war schwer. Distanz, das waren 538 Meter. Aha. Wie keine Tipps. Warum kriege ich denn hier kein Dings hier von dir. Was sind da? Also es sind noch ein paar Fehler im Spiel, ne? Guck mal da in dem Spiegel, ne? Also das ist so ein bisschen am Wibbeln hier, ne? Aber Spiegel haben wir, ne? Die funktionieren auch. Okay, wie mache ich das weg? Ach, da oben. Ach, guck mal, ich kann sogar meinen Spiegel hier, ne? Verändern, wenn ich gerne möchte. Also es sind schon ein paar coole Sachen drin, so ist es nicht. Irgendwo muss da hinten irgendwie wieder so ein... Hello, I am. The place I want to go is... Please drive safely and abide by traffic rules. Das mache ich. Guck mal, jetzt habe ich endlich eine nette Dame hier, die ist einfach eingestiegen. Could you please close the window? I'm feeling... Okay, mache ich. Window. Ab. So. Okay, ich fahre jetzt mal hier, wie sich das gehört, ne? Ich guck mal, da ist jetzt rot, da muss ich natürlich jetzt warten. Da oben habt ihr auch einen Fall, wo ihr hin müsst. Ich warte jetzt hier, das ist ja rot, ne? Na, 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 na.
Na, nette Dame, geh mal noch einen Kaffee trinken oder so. Die ist aber sehr schweigsam. Okay, ist grün. Ah, wir geben Gas, okay. Weiter geht's. Lauf nicht auf die Straße hier, ne? Der Ton ist weg. Der Ton ist weg. Was ist jetzt? Ich hab's mal wieder kaputt gemacht. Ich höre zwar hier noch irgendwie so ein bisschen was krischeln in meinem Kopfhörer, das war's aber auch. Was fail? Wieso fail? Ich bin schön langsam gefahren. Och Mann, ey. Hier, mach mal Refuel an. Ach so, die Karre war leer. Ah, deswegen war der Ton weg. Oh, hier vorne ist auch schon was kaputt. Reparier mal. So, was macht denn hier mein 788? Ich bin in den Miesen. Guck mal, da hinten, da ist auch wieder irgendwas. Nämlich so den Kopf bewegt. Seht ihr das? Ich habe jetzt gedacht, da fährt ein LKW vorbei. Also optisch ist das nicht schön. Das muss man einfach sagen. Also da muss noch ganz viel geschraubt werden. Oder man muss hier halt ein bisschen was rausnehmen, dass die Performance dann wieder funktioniert. Irgendwo ist jetzt hier ein Gast. Hallo? Da ist hier, ne? Komm, wir fahren einfach mal. Ein bisschen Musik fehlt mir hier, ne? Da ist ein Gast, guck mal. Hello, I am. The place I want to go is. Ja, Mama. So, komm. Ich fahre jetzt auch hier über Rot und alles, ist mir ganz egal. So. Wieso fahren wir denn jetzt hier in der Pampa rum? Falsch rum hier. Oder? Nee, egal. Ach, da kann ich gar nicht rechts abbiegen. Wieso soll ich denn jetzt geradeaus und dann. Ich fahre jetzt einfach hier, so. Ja, gut, die Idee finde ich mega, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es ist echt super, mal hier so ein bisschen in die Stadt zu cruisen und, ja, Taxi zu fahren, ne? Aber es fehlt einfach eine ganze, ganze Menge. Also, es fühlt sich noch total irgendwie Early Access Alpha-technisch an. Oh. Egal. So. Nimm, 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 nimm. Hallo. Ich fahre ganz safe hier. Wieso soll ich denn da irgendwie rumfahren? Das ist doch grün. Wir fahren nur hier nicht einmal rum. Muss die Lady viel zu viel bezahlen. So, Success. Wieso denn nur zwei? Ich habe alles für dich gemacht hier. Repair. Hat nichts gekostet. So, da kann man hier auch hier einstellen, ne? Dass das hier warm und kalt wird. Wahrscheinlich sagen die da zwischendurch. So, ich mache mal wieder Refuel und dann 213. Das ist ganz schön teuer hier, die kurzen Fahrten, ne? So, ja, das ist Taxi. Wie komme ich hier wieder raus, wenn ich möchte? Gar nicht. Also Menü gibt es hier nicht. Wie komme ich nicht mehr raus? Ja, was soll ich sonst noch zeigen? Ich kann noch mal ein bisschen hier durch die Gegend heizen, ne? Mal gucken, wo man noch so hinfahren könnte. Wie groß das Ganze jetzt hier wirklich ist, das weiß ich nicht, ne? Und wir fahren mal hier. Wir können hier noch links fahren. Boah, mir wird ein bisschen schubbelig, ey. So, ich guck mal, wie weit die Karte hier noch so rausgeht. Geh doch mal weg, ey. Ich will noch die Sightseeing machen, ey. Hallo. So, wir fahren jetzt einfach mal hier so quer rüber. Und schauen mal. Wo ist das denn geflimmert, Leute? Also das Geflimmer muss definitiv raus. Also dann könnte sogar bisschen Fun machen. Also das geht schon ein bisschen auf die Augen. Ne? Schade eigentlich. Grundidee ist super. Das muss ich wirklich sagen, aber das sind so viele Ecken und Kanten, wo wir jetzt hier noch schrauben müssten. Okay, da ist wieder Schicht. Habt ihr wieder gesehen, hat sich wieder aufgebaut im Hintergrund. Ne? Aber ich habe noch nicht so eine, ja, ich sag jetzt mal, belebte Stadt gesehen auf der Quest. Also was jetzt Autos angeht und auch Passanten, wo ich hier rumfahren kann. Also, ne, das hat so den ersten kleinen Hauch so von GTA, ne? Also minimal, ne? Also man könnte sich so vorstellen, wie jetzt GTA sein könnte, wenn man hier so ein bisschen was machen könnte, ne? Oh, hier ist ein Hinterhof, ne? Aber guck mal, an alles gedacht, ich kann hier auch direkt wieder rausfahren. Guck mal, kann man da reinfahren? Ich probiere das jetzt hier aus. Tatsächlich, ihr könnt sogar in solche Dinge hier reinfahren. Gut, das soll reichen, Leute. Taxi Life 799. Also, wer den Entwickler gerne unterstützen möchte, dass er dieses Ding weiter vorantreibt, ich hoffe, dass er es dann weiter vorantreibt,
und mal in sowas Experimentelles reinschauen möchte, um ein bisschen Taxi zu fahren. Okay, 8 Euro ist jetzt nicht die Welt. Kann man ja mit ganz vielen Augen zudrücken, eventuell mal machen, ja. Also, wie gesagt, versteht mich nicht falsch. Oh, guck mal, ich kann sogar blinken hier. Habe ich jetzt rausgefunden. Ah, deswegen bin ich nicht vernünftig gefahren. Hier, guck mal. Ah, guck mal, habe ich jetzt noch rausgefunden. Ne? Es fehlt ein vernünftiges Tutorial. Hallo, Mädel. Achso, ich blinke falsch. So. Das heißt, ich müsste jetzt wirklich an den Ampeln halten. Wenn ich jetzt hier abbiegen will, muss ich auch blinken. Und den Typ hier nicht über den Haufen fahren. Ich weiß. Ja, also Tutorial fehlt noch so ein bisschen. Aber das ist ein bisschen happelig, den wieder in die Mitte zu stellen, ne? Die Ampel ist gerade durch mein Taxi. Ja? Habe ich gesehen. Komm, das probieren wir nochmal aus. Ja, ich nehme das Ding hier schon wieder richtig auseinander, merkt ihr? Guckt, guckt, guckt. Ich habe eine Ampel in mein Taxi. Die kann ich jetzt mitnehmen. Also es sind noch ein paar diverse Fehler im Spiel. Ja? Gut, ich hoffe, der Entwickler bleibt am Ball. Könnte man wirklich was draus machen, aber so wirkt es noch ein bisschen halbgar, ein bisschen leer. Ne? Also man fährt ja wirklich nur die Leute von A nach B. Keine Musik, kann gar nichts. Oder ich wieder irgendein Radio übersehen. Ne? Komm, wir drücken nochmal irgendwie überall rum. Hupen kann ich auch hier, guck mal. Tür aufmachen, zumachen, kann ich nicht. Kann ich den Spiegel auch umstellen? Kann ich nicht. Kann ich das irgendwie noch umstellen? Ne, das ist nur hier der Blinker, ne? So, sonst kann man hier nichts machen, ne? Schade, dass die Personen nicht neben mir sitzen. Das wäre auch noch cool. Kann man das irgendwie aufmachen, eine Knarre rausholen, falls hier ein Betrüger drin ist? Ne, kann man auch nicht. Ja, gut. Okay, dann habe ich das noch rausgefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ach so, Hupen, ne? Genau. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns im Menü, im Fazit. Ich bin schon total hier durcheinander, ne? Nicht im Menü, im Fazit natürlich nochmal wieder. Was für ein Ding! Also im Kern, ich finde es cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe sowas noch nicht gespielt. Die Idee ist großartig, dass ich jetzt endlich mal mit einem Auto durch eine ja halbwegs belebte Stadt fahren kann. So möchte ich es gerne mal nennen. Aber das war es dann leider auch schon. Also technisch muss da noch einiges geschraubt werden. Es läuft nicht flüssig, es flimmert überall, Dinge ploppen auf im Hintergrund, ja, die Figuren, ja, das ist auch so eine Sache, ne? Das sieht aus, als hätten die eine Buchse an und trotzdem Rock, also irgendwie, ne, ganz, ganz komische Clipping-Feder da. Aber sei es drum, also die Idee, wie gesagt, im Kern finde ich echt großartig, dass man jetzt mal durch eine Stadt cruisen kann, Passanten einsammeln kann und die dann von A nach B fährt. Ja, man muss sogar Dinge beachten, wie Blinker setzen, rote Ampeln, dann soll man das Fenster schließen, öffnen. Wahrscheinlich sagt später noch irgendein Fahrgast, hier machen wir Temperatur auf 20 Grad oder was weiß ich. Also so ein paar Sachen sind da schon mit integriert, aber im Großen und Ganzen ist es mir leider noch ein bisschen zu wenig. Also das Ding fühlt sich wirklich an wie so eine Alpha. Ja? Also sind noch ein paar Fehler drin. Ich hatte einmal eine Ampel in meinem Taxi stehen und so Geschichten. Der rechte Rückspiegel, da war einmal so am Flackern. Ne? Apropos Rückspiegel, den anderen hier oben, den kann ich einstellen. Ja? Also es sind schon kleine, feine Details vorhanden. Nur halt technisch muss man hier alle Augen zudrücken, alles was man hat, um dem Ganzen irgendwie so ein bisschen was Positives abzugewinnen. Also ich hoffe inständig, dass der Entwickler jetzt am Ball bleibt, ja, und aus diesen Dingen, ja, was total noch ungeformt ist, ein cooles Taxispiel macht, weil dann könnte das richtig schocken und auch richtig Bock machen, weil, ja, die Grundsubstanz, die ist da, aber alles andere fehlt leider noch. Okay, eure Meinung zu Taxi Life, ich bin sehr, sehr gespannt, schreibt das alles hier unten in die Kommentare, ich werde es mir durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt möchte ich auch noch gerne auf unseren Discord-Server einladen. Eine große, chillige WeAre-Community erwartet euch dort. Der Link zu unserem Discord natürlich hier unten in der Videobeschreibung oder einfach weare-discord.de eingeben und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. So, ich gehe noch ein paar Ladies einsammeln, ne, und fahre die dann A nach B, ne, wenn es mir gelingt. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.